Hallo, ich grüße euch, Teil 7. Ja, heute mal wieder zu einer ungewöhnlichen Zeit. Lag einfach daran, dass ich gestern sehr spät ins Bett gekommen ist. Habe mal versucht, noch ein bisschen die Nachrichtenlage einzufangen, um das Video ein bisschen mit Substanz zu füllen. Ich möchte ja nicht Video machen, um Videos zu machen, sondern ich möchte ja Informationen bringen, nicht Nachrichten. Nachrichten heißt immer, Carranza ist tot und die Merkel ist die größte Kanzlerin aller Zeiten. Das ist, glaube ich, das, was wir nicht brauchen. Sondern wir müssen ja Informationen haben, also beseitigte Ungewissheiten. Ja, und die beseitigte Ungewissheit ist jetzt, was wird denn jetzt mit den 10 Tagen, die jetzt ja angekündigt worden sind? Ich hatte ja in der letzten Sendung angekündigt, dass eine Pressekonferenz kommen sollte. Die war auf Twitter angemerkt. Dann hatte ich auch versucht, bei Fox News was zu sehen, kam aber nichts. Habe ich dann 23:45 Uhr, 22:45 Uhr dann irgendwie dann aufgegeben. Und ich habe dann nur erfahren, dass die Trish Regan bei Fox News gekündigt worden ist. Das hat natürlich zu einer ordentlichen Protestwelle geführt, weil das geht ja nur gar nicht, weil Fox ja immer noch das Medium war, wo Trump einigermaßen gesagt hat, ja, das passt schon so, die haben eine ausgewogene Berichterstattung, während alle anderen eben gelogen haben. ONN oder was es da noch gab, oder ORNN. Ist ja auch noch so ein Sender, der noch einigermaßen korrekt berichtet, aber der ganze Rest, das kann man eigentlich ungesehen in die Tonne klappen. Von westlichen Medien will ich jetzt mal gar nicht reden, RT vielleicht noch, aber dann hat sich's eigentlich. So, also die Lügenpropaganda läuft auf Hochtouren. Momentan wird das Thema auch angekocht, dass die Chinesen wieder diese Fledermäuse essen. Und das wäre jetzt die Sache mit dem Corona. Das stimmt natürlich vorne und hinten, ne? Das Problem, was jetzt eigentlich hier ist und weshalb wahrscheinlich das zu der Verschiebung dieser 10 Tage geführt hat, ist folgender Fakt. Ich hatte ja bereits recherchiert und hatte mich auch auf die Berichte von Tyler Durden konzentriert und das, was wir vorneweg bereits wussten. Ja? Also wir wissen ja, dass in Hamburg-Eppendorf an krankmachenden Viren geforscht worden ist und dass die Regierung Merkel dafür die Verantwortung trägt, wenn da was schief geht. So, wir hatten dann die Begebenheiten mit den Bambussprossen, was zeitlich zusammenfiel mit den Filterreinigungen, die einmal im Jahr für alle Absauganlagen vorgeschrieben sind und die natürlich dazu führt, dass Krankheitskeime in die Umgebung gepustet werden und dass sie sich dann irgendwann auf feuchtem Zeug auf dem Markt niederlassen und Leute krank werden. Das ist dann einfach nur möglich. Ich gehe aber davon aus, dass es bewusst freigesetzt worden ist. Und man die Lüftungsfirma dann sozusagen als Kugelfang hätte. Die wären dann dafür verantwortlich gewesen, was auch immer. So, jedenfalls sind diese Ausbrüche in jährlicher Regelmäßigkeit und es ist sehr auffällig, dass es immer mit den Filterreinigungszyklen korreliert. So, gut. Was die ganze Mikroverkapselung von den Krankheitskeimen bewirkt, hatte ich ja schon erklärt. Also das führt dazu, dass sozusagen pathogene Viren oder sagen wir mal bestimmte Atomkonfigurationen, das drehst du mal vorsichtig aus, mit Viren habe ich da so ein grundsätzliches Problem, sind ja nicht lebensfähig im Vergleich zu Bakterien, die sich dann irgendwo niederlassen und durch die Mikroverkapselung ist es eben möglich, dass die eine längere Zeit in der Atmosphäre und Sonnenstrahlung ausgesetzt sein können, ohne dass sie sterben. So, irgendwann erwischt es sie halt, weil die mikrofeinen Strukturen haben halt eben auch einen 100% Schutz bieten. Und man geht ja davon aus, dass es so nach 9 bis 13 Tagen dann wirklich dann nichts mehr ist. Ja, aber wenn dann wieder Feuchtigkeit dazu kommt oder ähnliche Dinge, dann kann sich das natürlich auch in der Länge ziehen. Und das ist die ganze Problematik. So, und jetzt wissen wir ja, dass hier mehrere Faktoren zusammenspielen. Auf der einen Seite haben wir diese Forschung an den mikroverkapselten Pathogenen, die vom USM-RID, von der Bush-Familie nach 1109 bis zur Amtszeit von Obama fortgeführt worden sind. Dann wurde ja Trump gewählt und da konnten die Forschungsarbeiten nicht fortgesetzt werden. Und dann haben sie die Forschungsergebnisse immer nach Kanada exportiert und auch an die Five Eyes. Und die haben dann ihrerseits das für die Chemiewaffenproduktion weiter geforscht, außerhalb vom Zugriff von Trump. Ja. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht Trump jetzt damit um, dass weiterhin solche Proben von diesem gefährlichen Zeug noch in der Welt rumschwuchteln? Und da setze ich große Hoffnung in die nächsten Pressekonferenzen. Die nächste soll ja heute sein. Ich habe irgendwie gehört, 4 p.m. Eastern Daylight Time.
Also müssten wir so 6, 7 Stunden drauf rechnen. Ich muss es dann mal genau angucken. Guckt einfach mal in Twitter rein, wann das ist. Ich gehe mal davon aus, dass ja die Ausgangssperren verschärfen wird und dass das auch ein Signal an die Bundesregierung ist, dass es zu einer Verschärfung kommt. Und jetzt müssen wir die ganzen Fakten, die ich jetzt aufgezählt habe, mal zusammenpuzzeln. Also wir wissen, dass die Ursache von Corona nicht das Essen von Fledermäusen auf diesem Wettmarkt in Wuhan ist. Das ist totaler Käse. Das ist zwar übel, was dort rumliegt, und es hat mit Hygiene auch nichts zu tun, und dass man da sich andere Krankheiten einfangen kann, da gehe ich ja mit. Ja, aber das sind dann Bakterien oder irgendwelche andere Mikroorganismen, die leben, ne, die sich eben dann in dem ungekühlten Essen da breit machen. Aber es hat erstmal nichts mit der eigentlichen Corona-Geschichte zu tun. Wir wissen weiter, dass Mikrowellenstrahlung dafür sorgt, dass die Blut-Hirn-Schranke über eine lange Zeit geöffnet bleibt. Also das heißt, wenn man starker Mikrowellenstrahlung ausgesetzt ist, wie es eben durch HAARP oder durch 5G der Fall ist, dann wird die Blut-Hirn-Schranke geöffnet, und dann setzt sich eben dieser fein versprühte Nanostaub eben in den Körperregionen fest, wo sie nicht hingehören. Und das führt dann eben zu diesen Krankheitsverläufen. So, das heißt, wenn man die Corona-Geschichte beenden will, müsste man erstmal das 5G grundsätzlich weltweit verbieten. Das ist die erste Maßnahme. Erstmal, um die Ausbreitung und die Einnistung im Körper zu verhindern. Weil es kann zwar sein, dass der Körper dann dagegen immun ist, aber das schließt dann nicht aus, dass er andere ansteckt. Ja? Weil das ja dann in die Lunge gerät und sich dann dort weiterentwickelt und im Gehirn und in Blutbahnen und ein bisschen kleinste Gefäße verteilt wird. So, und das sollte eigentlich die Blut-Hirn-Schranke verhindern. Und die 5G-Strahlung dient eben dazu, dass die Blut-Hirn-Schranke nicht ordentlich funktioniert und eben auch ähnliche Symptome erzeugt wie bei einer radioaktiven Verstrahlung. So, und deswegen ist es eben gut, wenn die 5G komplett abgeschalten wird, weil es viele Forschungen gibt, auch bei Tieren, die ja keine Blut-Hirn-Schranke haben, die eben nach Bestrahlung mit 5G eingegangen sind. Allen voran eben auch Hühner. Das geht schon seit Jahren, dass die Adern schon eigentlich bei geringerer Strahlung, also auf der halben Wellenlänge, schon eigentlich Effekte aufgetreten, dass also dann Hühner keine Eier mehr gelegt haben oder dass die Wildtiere orientierungslos waren. Und ja, und jetzt müsste eine grundsätzliche globale Entscheidung her, dass diese Modulationsart und auch dieser Frequenzbereich, wo die bioaktiven Frequenzen sind, also die Frequenzen, wo durch geringste Mikrowellenstrahlung Veränderungen im Körper bewirkt werden, dass die für den Funkverkehr verboten werden. Es ist ja möglich, dass man das vom Weltraum aus nutzt, aber eben dann mit so geringen Strahlungen, dass eben keine Wirkung nachgewiesen werden kann, da gehe ich ja mit, oder auch im Richtfunk, wo wirklich also nichts passieren kann, aber dann bitte außerhalb jeglicher Zivilisation. Weil es ist einfach zu gefährlich, es kann das Erbgut schädigen, und es kann den Menschen gesundheitlich derart ruinieren, dass er normales Leben nicht mehr führen kann und dann jahrelang auf Rehabilitation angewiesen ist. Und den Entwicklungen, dann muss der Staat gegenhalten. So, das ist erstmal grundsätzlich. So. Dann haben wir ja die weitere Chance, dass eben nicht nur die Blut-Hirn-Schranke geweitet wird, sondern dass eben auch die Gefahr besteht, wenn dieser Nanostaub, der mit den Chemtrails versprüht worden ist, in Richtungsstrecken gerät, dass dort diese Nanopartikel aufplatzen, eben durch Resonanzeffekte oder ähnliche Dinge, möglicherweise auch durch die HAARP. Und das ist deswegen zu Schlussfolgern, weil eben eine starke Korrelation zwischen den Gebieten besteht, wo die 5G-Strahlung gerade aktiv ist, und denen, wo die Krankheitsverläufe sehr stark und vor allen Dingen gehäuft auftreten. Das ist korreliert sehr stark, es ist fast deckungsgleich, und hier muss also eine Änderung passieren. Hinzu kommen natürlich dann die, dass sich Leute 5G-Netzwerkrouter nach Hause holen und sich dann wundern, wenn sie ständig krank sind. Das sollte man also grundsätzlich auch tun, auch nicht tun. Alle Handys jetzt, die neuen von Xiaomi oder wie die hieß, die chinesische Firma, die sich jetzt so auf 5G-Handys spezialisiert hat, also lasst den Dreck im Laden. Man kann sich wirklich da schlimme Krankheiten einfangen, eben weil dieser Schutzmechanismus im Körper nicht mehr richtig funktioniert. So, damit habt ihr jetzt erstmal das Wissenspaket. So, die nächste Geschichte ist, dass natürlich jetzt versucht werden muss, eine globale Lösung zu finden, wie mit diesem Forschungspotenzial der
Biowaffen umzugehen ist. Und das kann natürlich nur funktionieren, indem man die Entscheidungsträger, ich sag mal so G20 oder G30, also die mächtigsten der Wirtschaft, zusammenholt und eine Ächtung dieser Technologie vereinbart. Und dass die Forschung also beendet wird und auch die Lagerung und Tests und so weiter abgebrochen werden. Erstmal nur um dieses globale Chaos, was uns droht, hier zu beenden. Das wäre eine richtige Sache, die müsste auch zeitnah passieren. Und Leute, die bewusst diese Technologie benutzt haben, um die Menschheit zu dezimieren, wie es also der WHO angelastet wird, da sollten dann auch ordentliche Strafen passieren und ähnlich behandelt werden wie Massenmord, weil die zielt ja darauf ab, die Bevölkerungsreduktion, Leute umzubringen, krank zu machen, sodass sie also wegsterben, nur um die Alterspyramide zu korrigieren. Und wenn man sich die Alterspyramide von Deutschland mal genau ansieht, sieht man, dass die großen Einschnitte, die zu den Verwerfungen geführt haben, einmal damit bedingt sind, dass es in unkontrollierter Weise Schwangerschaftsabbrüche gegeben hat und natürlich auch die zwei Weltkriege, die scharfe Einschnitte geben. Und nur deswegen ist die Alterspyramide verzerrt. Aber das sind Kriegsfolgen und da müssen die belangt werden, die diese Kriege angefangen haben. Da kann man nicht das Volk jetzt damit belasten, was jetzt hier die Auswirkungen abarbeiten soll. Das funktioniert nicht. Weil die Leute haben ja aus den Weltkriegen Gewinne erwirtschaftet und die müssen natürlich dann den Schaden von den Weltkriegen auch bezahlen. Ne? Also wer Gewinne aus den Weltkriegen zieht, muss dann auch für die Folgen haften. So, und das ist eben jetzt, was momentan überlegt wird. Und dies ist ein wesentlicher Bestandteil auch dieses Systemwechsels. Der Putin hat jetzt zu einer richtungsweisen Jalta-2-Konferenz einberufen, die soll irgendwann im Sommer passieren. Eventuell wird sie auch vorgezogen. Ich habe was von Mai gehört. Ich weiß nicht, ob sich Termin halten lässt. Und da soll im Prinzip die Neuordnung der Grenzen Europas auch ein Thema sein. Also, dass die alten staatlichen Grenzen wiederhergestellt werden können und auch, dass die Regierungen eingesetzt werden, die überhaupt zeichnungsbefugt sind für die Gebiete. Ne? In Deutschland ist es ja so, dass wegen der Verfassung von 1871 nur derjenige Staatsverträge ausfertigen darf, der das Recht hat, nach Artikel 17 eine Ausfertigung zu machen. Das ist momentan niemand. So, und die Bundesregierung sieht man ja, dass sie nichts in Fraktur ausfertigen und auch nicht die korrekten Siegel verwenden. Das sind alles Nichtregierungsorganisationen, die hier nur einen Staat simulieren und nur das Volk schädigen. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, weshalb die Krise hier so durchschlägt. Das ist einfach, weil sie entweder gar nichts machen oder noch zusätzlichen Schaden anrichten. Und das kommt jetzt noch dazu, dass die Kirchen dem Volk auch in den Rücken fallen, indem sie jetzt nochmal 25 Schiffe gekauft haben, um hier Schlepper zu unterstützen, die Illegale ins Land holen. Das darf nicht passieren. Da muss man auch den Kirchen auf die Finger klopfen und dort reinpfänden, damit dieser Schaden, der da angerichtet worden ist, dann eben auch kompensiert wird. Ich bin Christ, ich befürworte aber, dass man dort ein Exempel statuiert, dass es nie ein zweites Mal passiert. So, ihr wisst ja, dass es nicht nur dort einschneidende Verwerfungen gegeben hat, auch im Vatikan. Es sieht nur so aus, dass der Johannes Paul, das, nee, warte mal, JP, also der, ja, wie ist er denn? Der vorhergehende Papst, der siebte König, der Ratzinger, herausgefunden hat, was mit dem derzeitigen Papst Franziskus nicht stimmt. Und es gibt nur offensichtlich Reibereien und auch Verhaftungen und ähnliche Dinge, sodass die alle beide unter Hausarrest stehen. Die Leute haben sich gewundert, warum im Vatikan wieder Rauch aufsteigt, was also darauf hindeutet, dass eine Versammlung dort stattfindet, wo möglicherweise ein neuer Papst bestimmt werden soll. Ich glaube nicht dran. Nach der Bibel ist es ja so, dass das dort der letzte Papst ist. Und viele Wissende gehen auch davon aus, dass der Papst geschleift wird von den Muslimen, die also dort in Rom und in Italien ihr Unwesen treiben. Also das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch ein großes Event sehen, dass die Moslems veranlasst, loszuschlagen oder einen Eroberungsversuch zu machen. Mehr wird es ja nicht werden. Und dass natürlich dann auch wieder Tote entstehen und das auch wieder eine unnötige Geschichte ist, weil wir wissen ja, man hätte es alles unblutig und ohne wirtschaftlichen Einbruch machen können. Aber da die
sich die Patrioten selber auch nicht einig sind und jeder was anderes behauptet und jetzt die nächsten Truppenteile mit verfassungsgebender Versammlung im gelben Schein alle wieder aus ihren Löchern gekrabbelt kommen, obwohl denen schon mehrfach nachgewiesen ist, dass deren Konzepte nicht funktionieren können. Auch so eine Kleinstaaterei kann nicht funktionieren. Es müssen erstmal die Grenzen wieder her, die vom 27.10.1918 gegolten haben, weil dort Reparationsansprüche drauf liegen. Und zwar nicht nur für den Ersten Weltkrieg, sondern auch für den Zweiten. Weil im Zweiten Weltkrieg hat das Kaiserreich ja nicht mit Krieg geführt. Die wurden ja nur gezwungen, also einzelne Leute wurden gezwungen, in der Wehrmacht mitzumachen. So, das ist aber kein freiwilliger Militärdienst in dem Sinne. Und insofern hat ja der Kaiser im Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht, also hat er Reparationsansprüche, weil auf seinem Staatsgebiet halt die Weimarer Republik Krieg geführt hat. Eine ziemlich einfache Sache. Er hat den Zweiten Weltkrieg angefangen in Wismar, die haben den Waffenstillstand vom Ersten gebrochen, das waren die Polen. Und der Ersten angefangen, das waren auch nicht die Deutschen, das waren die Serben, die gegen die österreich-ungarische Monarchie geputscht hatten. So, und damit haben wir eigentlich, wissen wir, wer was zu bezahlen hat und wer gegen wen Reparationsansprüche hat. Und jetzt muss es einfach nur noch ausgerechnet werden, wer an wen was zu bezahlen hat. Und dann muss dieser Schlamassel, der jetzt seit über 100 Jahren gärt, endlich mal beendet werden. Damit es wieder in geordneten Bahnen geht und diese kranken sozialistischen Theorien aus der öffentlichen Diskussion und der Politik verschwinden. Es muss in die Politik gemacht werden, es muss das Richtige getan werden. Und es kann ja sein, dass irgendeine Partei irgendeinen Blödsinn rausposaunt und dann alle das machen müssen, was irgend so einem Parteifunktionär vom Hintern in den Kopf gestiegen ist. Das muss man mal ganz klar sagen. Und was man in den letzten 14 Tagen von der SPD gehört hat, das ist einfach nur zum Fürchten und zum Fremdschämen. Ich meine, ich bin froh, dass mir das alles rechtzeitig klar war. Aber es gibt viele, die dann immer noch denken, na, vielleicht ist das die Lösung, vielleicht müssen wir das so machen. Nee, man kann das einfach ungesehen in die Tonne werfen. Deckel auf, rein damit, Deckel zu, spülen, fertig. Es hat keinen Zweck. Es sind alles kranke Konzepte. Der Sozialismus hat in keinem Land der Erde zu keiner Zeit wirklich funktioniert. Es gibt kein sozialistisches Land, was einen Erfolg vorweisen konnte. Selbst die Sowjetunion war das kranke Modell, der kranke Mann, weil das Zarenreich damals hat zumindest einen Fortschritt gebracht gegenüber dem, was sie davor hatten. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Und viele Russen wollen auch wieder ein Zarenreich und wollen diese schwere wirtschaftliche Zeit der Sowjetunion eigentlich auch vergessen. Es ging denen verhältnismäßig gut, aber auch nur deswegen, weil sie eben den alten Apparatschiks immer nach dem Mund geredet haben. Und allen anderen ging es nicht gut dort zu der Zeit. Und jetzt scheint sich das Volk so langsam zu erholen. Die liegen so im Einkommensbereich zwischen 150 und 300 Euro. Aber in einem wirtschaftlichen Umfeld, wo man eben einigermaßen so über die Runden kommt, wenn man noch ein bisschen Ländereien bewirtschaftet und ein bisschen Eigenversorgung macht. So, und das ist das, was auch hier passieren muss. Ich verstehe nicht, warum sich alle Welt jetzt momentan über die Spargelernte ereifert. Wer braucht denn Spargel? Spargel ist ein Luxus-Schickimicki-Essen, aber wir müssen jetzt erstmal in der großen Masse das auf die Felder und die Wiesen bringen, was das Volk satt macht. Weil wir haben keine Reserven. Man sieht es ja in den Supermärkten, wie Obst und Gemüse schon knapp wird und Leute nicht mehr richtig satt werden. Und es ist noch lange hin bis zur ersten Ernte. Und die anderen Länder werden nichts abgeben, weil es bei denen genauso aussieht. Die Leute wollen natürlich jetzt erstmal mit gesundem Essen sich ernähren und so viel wie möglich Vitamine zu sich nehmen. Da steigt natürlich der Bedarf daran. Und da kommt es zur Verknappung, weil die Lieferketten eben auch nicht funktionieren. Ne? Wenn die Hälfte von dem LKW-Verkehr brach liegt, dann kann auch das, was jetzt in die Lagerhäuser bereits wieder angelandet worden ist, ne, bis in die Läden kommen. So. Und das ist das Problem. Und wenn natürlich jeder, was weiß ich, eine Tonne Salat gehortet hat, da brauche ich nicht wundern, wenn das nach 14 Tagen alles welk ist und auf den Müll haut, auf den Müll gehauen werden kann. Das ist keine normale Entwicklung. So, in Italien soll es ja jetzt so sein, dass sie Lebensmittelgutscheine ausgeben, um die Versorgung mit den Vitaminen und wichtigsten lebensmittelischen Nährstoffen zu sichern, dass es erstmal reguliert wird. So, das wird früher oder später bei uns auch kommen. Die Frage ist nur, ob dann wieder einige gleicher sind als andere und ob das dann wirklich auch funktioniert. Und ich hoffe, dass das ganze Theater Bundesrepublik so schnell wie möglich unter die Erde kommt, weil es kann nicht funktionieren. Es hat nirgends funktioniert und überall auf der Welt hat es nur dann funktioniert, wenn mit Waffengewalt eben solche sozialistischen Konzepte durchgedrückt worden sind. So, und das, was wir uns immer als Demokratie erzählen, das ist keine Demokratie, das ist eine Parteiendiktatur, die den Namen Demokratie hat. Und das gehört abgeschafft. Es gehört wieder ein ordentlicher Rechtsstaat her,
der jeden ordentliche Arbeit ermöglicht, dass er ordentliche Preise bezahlen kann, von den Preisen sich der Handwerker ordentlich ernähren kann, sein Geschäft führen, und dann wächst das ganz organisch. Dann gibt es keine sozialen Verwerfungen, keine große Schere, keine Armut. Ich wüsste nicht, dass das Thema Obdachlosigkeit oder soziales Elend im Kaiserreich so thematisiert worden wäre, weil es das einfach nicht gegeben hat. Es gab Reiche und es gab Arme, alles okay, aber es gab niemand, der wie in der Zeit vom Mittelalter so dahin darben musste. Und selbst die waren auch nicht so arm, wie wir heute teilweise sind. Ja, also die Bilder, die ihr hier seht aus Los Angeles oder ähnlichen Slums, das ist ja noch, also noch eine Größenordnung. Ja? Und das kommt ja früher oder später hier auch. Ne? Und das kann nicht gut sein. Es muss eine gewisse Grundversorgung gewährleistet sein, aber es muss auch jeder seinen Anteil leisten. Es kann ja sein, dass drei Viertel der Leute sich als Sesselfurzer oder als Hängemattenbewohner betätigt und vielleicht 20% noch irgendwas beiträgt, um das System am Laufen zu halten. Das ist keine gesunde Sache. Und es kann auch nicht so sein, dass sind die Rentner von einem Tag auf den anderen auf Null gesetzt werden. Sondern es gibt so viele Aufgaben, die auch ein älterer Mensch noch machen kann und auch seine Rente entsprechend aufbessern kann, ohne dass ihm wieder angerechnet wird. So, wir hatten auch in der DDR so viele Altstoffannahmestellen, die von Rentnern betrieben worden sind, oder dass die Rentner in die Kindergärten die Hausmeister gemacht haben und die haben auch nicht schlecht verdient und die haben sich auch nicht tot gemacht, die haben wir mal ein bisschen Unkraut gerecht oder haben wir im Winter ein bisschen gestreut und ein bisschen Schnee weggeschoben. So. Und solche Arbeitsplätze kann es noch in Größenordnung geben. Ob man da auf dem Fußballplatz, beim Fußballverein mal einen Rasen pflegt oder so, das ist eine schöne Arbeit, auch vom Rentner, da macht er sich nicht tot, dann hat er so ein bisschen Zusatzeinkommen. Und das muss man einfach nur ordentlich organisieren, da kann jeder Bürgermeister sich mal stark machen. Es muss nicht alles mit kommunalen Betrieben abgewirtschaftet werden, die ordentlich leistungsfähig sind, die können auch in der Industrie was leisten und die ganz junge Generation kann auch ein bisschen was zum Allgemeinwohl beitragen. Und wenn es eben der Gemüseanbau ist. Ne? Wir mussten in die Kinder, damals, als wir in der Schule waren, auch in Ernteeinsätzen raus. Ich glaube, das war so Ende Mai, Anfang Juni. Da waren wir 4 Wochen in der LPG. Ich habe damals immer Kartoffeln gelesen, also 2 Jahre Kartoffeln gelesen und auch mal der Tabakernte mitgeholfen. Wir waren in der Nähe an den Tabak, Anbau. Das ist für Dresden, für die Tabakbude in Dresden ist da Tabak angebaut worden. Das war mal eine interessante Erfahrung. Und ja, muss man halt gucken. So, ich werde jetzt erstmal mein Tagwerk machen und mag sehen, wie das heute im Laufe des Tages die Nachrichtenlage sich noch verändert. Ich gehe davon aus, dass die Pressekonferenz, die heute der Trump angesetzt hat, richtungsweisende Einschnitte geben wird für die Leute, die Hilfsmaßnahmen untergraben, so wie wohl dargestellt worden ist, haben die Demokraten es zustande gebracht, Hilfsgüter und auch finanzielle Hilfen wieder zu veruntreuen und dem DNC zuzuleiten. So wie ich gehört habe, sind da 5 Millionen veruntreut worden. Also ist nur eine Geschichte. Ich denke mal, dass das nur die Spitze von einem Eisberg ist. Und das wird wahrscheinlich ein großes Thema an der Pressekonferenz sein. Und es könnte sein, dass es dort zu Beschlagnahmen kommt von den Leuten, die dafür verantwortlich sind. So. Und wenn es deren Assets betrifft, kann das natürlich eine erhebliche Auswirkung auf den Markt haben. Bisher haben wir den Crash noch nicht gesehen. Ich kann noch mal jetzt aktuell gucken, ob hier was sich abzeichnet. Der Dow Jones ist runtergekracht auf 21.200 Punkte und mit einer kurzen Korrektur. Das ist noch kein Crash. Das ist zwar auch nicht schön, aber ja, ist noch kein Crash. Guck noch mal im DAX, da bildet ja den S&P auch ab. Dow Jones Index, naja gut. So, also gucken wir mal im DAX auch so. Absturz von 9.950 auf 9.650, 600. Also ähnliches Verhalten. Und sehr auffällig, guckt mal in die Volumendaten vom DAX rein. Da sind also immer dann, wenn der DAX anfängt, südwärts zu laufen, dann solche starken Finanzspritzen zu sehen. Also sehr starke Volumina, die den Kurs treiben in einen unguten, ja, also das ist kein normaler Markt, das ist also manipuliert. Und man darf auch nicht dabei denken, dass das nur unbedingt jetzt
wirklich Geld ist oder wirkliche Werte dort in den Markt gepumpt werden sollen, sondern das ist mit großer Wahrscheinlichkeit Luftgeld oder einfach nur manipulierter Kurs. Und das geht jetzt schon seit über einer Woche und liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben kein Gold mehr gibt, was die Kurse dann wirklich auch mit Wert hinterlegt. Und das kann nicht lange gut gehen. Ich gehe mal davon aus, dass es diese Woche so oder so kracht, ob die manipulieren oder nicht, weil irgendwelche Leute werden dann dort das Geld rausziehen. Und sobald das passiert, das große Kapital aus dem DAX oder aus dem S&P rausgeht, dann ist dann Schluss. Ja, ja müssen wir mal gucken. Gut, dann wünsche ich euch erstmal noch einen erfolgreichen Tag. Ich muss heute auch noch ein paar Reparaturen machen. Und dann sehen wir uns dann, wenn sich die Nachrichtenlage wieder gedreht hat. Weil jetzt eine sinnlose Sendung machen will ich auch nicht. Es muss dann schon ein paar Neuigkeiten geben. Ja, also bitte haltet im Hintergrund, das ganze Aufwärmen von den chinesischen Fledermäusen ist reine Ablenkung. Es geht letztlich darum, dass die USA unter Obama eine Verantwortung hat dafür, dass an krankmachenden Viren geforscht worden ist. So, das ist Obamas Geschichte. Die Bundesrepublik hat ihren Anteil daran, weil Forschungsaufträge für die Mikroverkapselung in die Bundesrepublik ausgelagert wurden, auch unter Obamas Zeiten. Dafür hat die Regierung Merkel die Verantwortung. So, und dann kommt die Geschichte dazu, dass dann Trump gewählt worden ist und dann haben sie die Forschungen in Länder verlagert, wo Trump keine Kontrolle hat. Also hat Trump damit auch keine Schuld. So, jetzt ist es aber so, dass es in den USA immer noch besser ist, zehnmal gelogen zu haben, als einmal verurteilt zu werden. So, die haben also alle Angst, dass sie jetzt für die Sachen, die Obama angerichtet hat, belangt werden. Also zurück bis zu den Bushes. 2 Jahre nach 1109 wurde die Forschung an den krankmachenden Viren gestartet. So, ne? Also dieser Mikrostaub. Ja, und jetzt müssen wir gucken, wer jetzt den Mist bezahlen muss. Ich würde sagen, alle, die an dieser Sache beteiligt waren und die Forschung finanziert haben, sind für den Schaden, der durch die Corona-Geschichte entstanden ist, auch für die Übertreibungen, die durch die Medien passiert sind, weil sie Zahlen gefälscht haben und weil sie Fake News verbreitet haben. Die müssten komplett enteignet werden. Und was dazu führen würde, dass die Mainstream-Medien im Prinzip ein Sendeverbot erteilt gekriegt haben, bis sie ihren ganzen Schwachsinn aufgerollt haben. Allen Berichtigungen ihrer Lügen vorgelegt haben. Und das auch so in dem Umfang, wie sie die Lügen verbreitet haben. Denn wenn die das machen, sind sie wirtschaftlich und inhaltlich erledigt. Also kann man es eigentlich auch klein neu machen. So, und ich denke mal, dass wir das dann die nächsten Tage sehen werden, dass dieses ganze Lügenmonstrum der Mainstream-Medien komplett auf den Rücken gedreht wird und nur noch wie so ein Käfer mit den Beinen zappeln. Und mehr werden wir dort nicht mehr sehen. Ich glaube nicht, dass die neue Weltordnung in dieser Form kommt, wie es immer wieder welche sagen. Der Trump will die neue Weltordnung einführen. Nee, er ist dazu angetreten, die zu beenden. Die Merkel will das und ihr Deep State. So, und das muss man ganz klar sagen. Und da gehört die ganzen etablierten Parteien dazu. Und die AfD bewegt sich auch wieder auf einem Kurs, der mir absolut nicht gefällt. Die versuchen dann immer wieder, die Sachverhalte der Weimarer Republik da reinzubringen. Nee, die müssen aufhören, die müssen wieder auf staatliche Grundlage zurück. So, und wenn sie mit den 5G und der Digitalpolitik weitermachen, wird das ein blankes Desaster. Weil die Leute denken, dass die AfD wirklich da raus will aus diesem ganzen Schlamassel. Nee, die wollen einfach nur die Sache beschönigen. Die können politisch nichts entscheiden, aber ziehen auf der anderen Seite keine klare Linie, weil sie Angst haben vor dem Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutzpräsident wissen wir ja, dass er nicht ehrlich ist, weil die Geschichte mit dem Hanau ist dann jetzt um die Ohren geflogen und es wird wahrscheinlich wieder so laufen wie damals bei den Dönermorden, wo der Verfassungsschutz kriminelle Handlungen gemacht hat, sodass die Bundesrepublik sich genötigt war, ein Gesetz zu erlassen, dass also auch kriminelle Handlungen von Geheimdiensten nicht verfolgt werden. Ja. Und wenn dann die Akte noch 50 Jahre gesperrt wird, wissen wir, dass es direkt von denen angeleitet und ausgeführt worden ist. Und genauso ist es auch in den Honau-Ding gelaufen, weil siehe Drehgenehmigung des ZDF da auch ihre Finger mit drin hatte. So, also müssen die für den ganzen Schlamassel aufkommen. Und da kann nur passieren, dass das die wirtschaftlich ruiniert. Ist egal. Wer mitgemacht hat, ist genauso, wird im Strafrecht genauso schwer belangt wie der Täter. Ja. Und Medien haben immer Beihilfe geleistet. Es gibt nur ganz wenige Sender auf der Welt, sagen wir noch Press-TV, aber alle anderen sind da wirklich in einer Linie gegen das Volk und gegen die Wahrheit aufgestanden. Ganz klar. So, also in dem Sinne, wir haben heute noch viel zu machen. Ich muss noch auf ein Zeug reparieren, was in letzter Zeit kaputt gegangen ist. Und ich werde die Nachrichtenlage ein bisschen verfolgen. Ich gehe mal davon aus, dass es so gegen 17 Uhr ein bisschen rumpeln könnte in den Märkten.
Aber ansonsten erwarten wir einfach, dass das die Woche noch einigermaßen läuft. Wie es nächste Woche aussieht, wissen wir nicht. Aber ich hoffe mal, dass wir noch ein oder zwei Tage Gnadenfrist kriegen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir den ganzen April einen ruhigen Monat haben. Da bin ich also überzeugt, das wird nicht passieren. So, na dann, tschüss.